Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play mit The Lords of the Fallen und The Fallen of the Lords und The Lords in the Fallen in the Hearts in the Year. Ich weiß nicht, irgendwie gerade, es kommt da gerade so im Kopf so ein bisschen rum. Okay, nach einer kleinen Notkonferenz-Meeting nach Shanghai haben wir jetzt mal so gedacht, ja, komm, wir müssen mal wieder ein bisschen zocken. Ja. Wenn wir schon die ganzen Sponsoren und so bei uns, ne, am Telefon haben, müssen wir mal irgendwann mal zocken. Ja, geht ja nicht anders. Geschäftliche, ja, aber... Sonst können wir als dicke YouTube-Money nicht einsammeln, weißt du? Ja, erst der Spaß, dann das Vergnügen. Ja. So, okay. Ja, ich glaube, da müssen wir lang. Ja. Na, Schätzelein. Ich glaube, die Perle will nicht mit uns reden, oder? Ich suche einen Dolch, ein altes Ding, nicht viel wert und verrostet ist er auch. Hast du ihn zufällig gesehen? Ja. Was willst du mit einem alten Dolch? Genau. Du hast gesagt, du suchst nach der Wegpforte. Was willst du mit einem alten Dolch? Bloß ein Erbstück, an dem ich aber sehr hänge. Ja. Mit meines Buchs der Ahnen kann er mich zur Wegpforte führen. Aber, klingt das, als ginge es dich was an? Nein. Also, entschuldige mich. Bitch, du willst unsere Hilfe. Echt wahr? Warum sollte ich es dir sagen? Genau, gefällt mir. Und selbst wenn ich ihn gesehen hätte, warum sollte ich es dir sagen? Weil ich eine Menge über diesen Ort weiß, du zu groß geratener Haudegen. Dinge, die dir nützlich sein könnten. Ein Rätsel. Wer hat den Schlüssel, der einen geheimen Zugang zu den Katakomben öffnet? Zerbricht dir nicht dein Dickschädel? Ich natürlich. Ein Schwing mit unserem Mighty Hammer und ich deine Rüstung sagen, ist eingedellt. Oder? Irgendwie habe ich schon keinen Bock, dir irgendwie zu helfen. Aber ich habe jetzt schon keinen Bock auf die. Nee. Dann sehe ich so aus, ob ich interessieren will. Du siehst aus wie der schlimmste Albtraum meiner Mutter. Boah, jetzt habe ich noch weniger Bock. Für ein kleines Mädchen. Das kleine Mädchen bricht dir gleich das Genick. Ich bin Jetka. Kleine Mädchen kommen nicht weit. Schwester vom Yeti. Ja, egal, gib ihr den scheiß Dolch. Vielleicht habe ich ihr was, das dir gehört. Du hast ihn gefunden. Die Gravuren könnten mir zeigen, wo ich die Wegpforte finde. Oh, sobald ich sie verstehe. Familienerbstück. Die Kampen brauche ich jetzt nicht mehr zu suchen. Aber du vielleicht. Probier mal diesen Schlüssel aus. Gut, verlassen. Boah, echt. Hau ab. Wie du willst. Darf ich die umhauen, bitte? Ach, schade. Oh. Gibt's doch nicht. Katakombenschlüssel. Und da ist ein Hebel. Los, öffne das Tor. Und jetzt hau sie weg. Vorhin waren wir noch bei so einem Tor, natürlich, dass die weg abgeschlossen war, ne? Aber ist ja egal. Ja. Egal, hau ihn trotzdem weg. Achtung, da sind Monster auf deiner Seite des Tors. Ah, wat? Die ist ja heute wirklich in... Hä? Ich glaube, der braucht ein bisschen. Was? Da war die Bombe. Ja. Mach erstmal den da kaputt oder den anderen. Auf jeden Fall mach einen weg und dann guck mal. Erstmal muss er hier weg. Der schneller, ne? Nee, so nicht. Nee. So haben wir nicht gewettet. Nee. Nein? Nee. Komm her. Wer jetzt? Die wechseln sich ab, die kleinen Wichser. Fast so wie Smaug und Ornstein. Oder Ornstein. Ja, wenigstens braucht er nicht so lange zum Wechseln. Ping. Wo ist der andere da? Ne Puck. So. Na, ja, hör mal. MC-Typ bin immer noch ich hier. Erstmal weggeschleudert. Man tritt den einfach nur aus dem Bild. Oh. Ja. Tja. Zu sich da aber auch. Klingt nicht gut. Nicht. Was ist er, der zweite Ritter? Wahrscheinlich. Mit mega badass Schwert und Schild. Das Schwert will ich haben. Wow. Hau die Granate raus. Ah ja. Warte.
Ach da! Da unten Bolze. Hat dem 42 Schaden gemacht. Also das war wieder viel Wirbel um nix. Quasi. Okay, der schleudert Druckwellen nach vorne. Also müssen wir schon mal hier so. Aber wir dürfen nicht direkt vor ihm stehen. Das ist schon mal scheiße. Ich würde sagen, genau, geh auf seine Schwerthand. Hi, 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 hi. Okay. Zurück! Zurück! Ja. was zur Hölle ist das? Ich weiß nicht, was das war, aber es sollte, glaube ich, irgendwie Piu Piu machen. Und ich habe ihn aus dem Visier verloren. Willst du verarschen? Der hat der Block gerade, der hat das. Kannst du draufhauen? Hau mal drauf. Okay, Schutz. Passiert nichts. Boah, kann ich auch! Oh! Was macht der denn da? Bleibt das Spiel eigentlich stehen, wenn du in die Optionsmenü gehst, in den Inventar? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil dann könnte man nämlich die magische Bombe raus in den Druckfeld oder so reinpflanzen. Ja. Ich hoffe mal, dass es pausiert. Den. Wenn ich den vielleicht tot, aber es ist ja. Da. Druckwelle, mach mal Druckwelle. Ja, pausiert. Ja, okay. okay, das ist wahrscheinlich direkt vor dir nur. Wahrscheinlich. Hallo! Komm mal hier. Komm mal hier. Mach was. Nein, das nicht. Ja, das nicht. Oh. Das kann ein langer Kampf werden. Ja. Okay. Ich dachte, wir hätten so einen Dusel wie Gronkh, da sehen seine Gegner immer buggen. Ich möchte nicht wissen, was ist. Wir wurden auch davon nicht getroffen, also. Au! Na gut. Aber davon. Na, wo ist er? Ich höre ihn doch. Ey du! Ey du! Emma! Ich würde sagen. Ja. Erstmal so, ne? Also das ist schon mal nicht gut. Das ist so hinterrücks, machst du erstmal. So. Slash. Was so? Wow, wahrscheinlich werden seine Schilde dann plötzlich zugeschossen. Geh mal nah ran und hau den mal mit der Druckwelle. Oh oh. Cool. Nicht cool. Okay, es bringt also absolut auch nichts aus der. Ja, ja, also mit Schild gar nichts. Also er blockt, deswegen. Na komm! Na komm! Okay, der schwere Schlag dauert schon mal zu lange. Ja, definitiv. Oh ey, gibt's doch gar nicht. Na komm, komm, komm! Das ist gemein. Da kommst du aber echt auch nicht schnell weg. Nee. Da kommt er. Wie bisher habe ich das Gefühl, am dritten Mal jetzt, so kommen zwei. Jetzt hau den mal mit der Druckwelle. Mal gucken, was da passiert bei dem da. Warte. Ja. Das macht, passiert. Macht kaum Schaden, aber schleudert weg. Ja gut. Aua. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Hallo, Glück gehabt, wa? Ja. Komm zu Papa. Nee, das nicht. Boah. Aber wenn es langsam ist. Mighty Protection. Ja. Na komm. Hälfte haben wir schon mal. Boah, dieser scheiß Mighty Shield Smash. Der ist gemein. Hey, was war das denn? Einmal Zoom! Okay, da war einmal nicht lange genug dran. Hallo! Mach deinen Scheiß! Nicht das nicht! Der macht aber schön elegant, ne? Das, ja, ist, das ist ein Fehler. He's fabulous, er muss da bleiben. Da kommt er, direkt vor dir. Ich höre noch was.
Ich wusste es! Ich hasse es, wenn ich recht habe! Echt? Aber nur bei Spielen, wa? Ach komm schon, nicht ernsthaft! Oh. Halt so! Ist mir jetzt auch egal. Na komm, mach was. Mach was anderes. Dump. Slash. Hört sich einfach zu bescheuert an, ne? Ja. Und du hast immer Glück, du wirst nicht von diesen Schilden getroffen. Das ist, glaube ich, echt... Ist das dein fucking Ernst, Typ? Ist das dein fucking Ernst? Gut, dass du auch nicht gestanden hast. Also bei sowas geht generell lieber hinter denen. Ich weiß nicht, was so dumm ist, aber davor stehen bleibt. Oh, es gibt Leute, die haben zum Beispiel Dark Souls nicht gespielt. Das stimmt. Aber normalerweise... Ja, egal. Nee, vergiss es. Ja, Man hat mal zu lange Reaktionszeit. Das geht noch, wenn man an die Bosse bei Dark Souls denkt. Ja. Oder wir sind einfach zu dicke Dark Souls-Veteranen. Das kann natürlich auch sein. Na komm. Ja, wir müssen aufhören, das Ganze mit Dark Souls zu vergleichen. Ja, aber... Ja, du ziehst diese parallelen Beine. Ist nun mal so. Haha, haha, haha. Der Multi-Shield Swing hat mich nie erwischt. Hahaha. Oh. Ach, fick dich doch. Na, ja, mach's den gleich einfach mit der... Hä? Was? Wo kommt der denn her? Keine Ahnung. Pass auf. Das hat irgendwie nichts gebracht. Nicht wirklich. Oh, Typ, lass mich hier vorbei. Es nervt. Vor allem, der hat keine Haut. Ach, das schon wieder. Das scheint wohl unangenehm zu sein. Oh, bisschen. Ja. Pff. Oh, er leuchtet. Prinzipiell von der Story haben wir nichts mitgekriegt, ne? Du bist aufgestiegen. Sind wir? Weiß nicht, tipp ich mal drauf. Meinst du? Da hinten leuchtet was. Raue Schale, weicher Kegel. Kern. Nicht Keks. Keks, Keks, Keks. Was ist Hui. Das? Aber wie sanft er auch wieder aufsteht, ne? Das ist nix. Wieso ist das nix? Ha. Okay. Rammt das Ding erstmal in Meter dicken Gestein rein. Wir sind halt der Mighty Typ. Ja, wir sind auf halt, Doom. Wir sind Haken. Ich glaube sonst ist da. Aber auch da ist hier sonst nichts mehr, ne? Nee. Komm mal da rein. Nee. PlayStation sagt nein. Ich suche einen Mann namens Kassler. Moment mal. Ich kenne dich. Du solltest im Gefängnis sitzen. Nein. Er kennt deine Verbrechen. Was hab ich denn getan? Ihn arschgevögelt. Lang ist es her, Hauptmann. Mit Rüstung. Mit Rüstung? Das ist ja nicht hardcore. Lang ist es her. Lang ist es her, Hauptmann. Du bist ein Tier und gehörst in einen Käfig. Was hast du hier unter den Tapferen zu schaffen? Kassler war ein Idiot, dich rauszulassen. Ich bin hier, um meine Arbeit zu tun. Falsch. Meine Männer sind hier, um ihre Arbeit zu tun. Ich kann nur raten, warum du wirklich hier bist. Aber sicher hat es mit Beute zu tun. Irgendwas von Wert gibt es hier sicher für dich zu holen, was? Glaub doch, was du willst. Pass lieber gut auf dich auf, Harkin. Ja, gut, Das waren dann die Optionen. Tja, ich will da nochmal rein, ne? Ja. Ich suche jemanden in der Zitadelle. Vielleicht hat Kaslo keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen.
Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist. Bleib schön hier draußen. Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen. Geh zum Friedhof. Du hast hier Feinde. Und zwar nicht nur die Roga. Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern. Oh Mann. Ich hoffe, wir kriegen auch irgendwann mitgeteilt, was wir mal getan haben sollten, irgendwann. Ich sag ja, du hast ihn mal ganz überpenetriert. Ja, nicht und nur ihn. Und das fand er nicht so cool. Ja, klar, aber das war eigentlich wahrscheinlich nicht unser einziges Verbrechen. Wahrscheinlich haben wir ihm noch das Maul gestopft oder so. Okay, es wird jetzt langsam zu pervers hier. Von hinten kamen wir dann wahrscheinlich, ne? Ja. Dann würde ich sagen, putz ihn weg. Der hat ein Schild. Was, der dreistet, der sich ein Schild? Ey, er ist ein Schutzrolle. Ein Schild hat ihn auch nicht viel gebracht. Nee, nicht wirklich. Ich muss den Signalfeuerturm auf der anderen Seite des Friedhofs erreichen. Das ist Selbstmord, doch. Doch ich habe keine Wahl. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Hilfe. Wenn es denn noch jemanden gibt, der helfen kann. Nee, hier gab's auch nichts mehr. Da, Schriftrolle. Oder Splitter? Portal. Interesting, geh durch. Ach ja, stimmt, da war ja weder Beute oder was, wo man um Beute kämpfen muss. Ja, probier's einfach mal. Eine mighty hand. Ich kann jetzt schon sagen, ihr werdet innerhalb von mindestens von maximal 10 Minuten gleich diese Bewegung sehen. Bestimmt, das sieht, da ist eine Truhe. Ja. Das war's doch noch, da ist eine Truhe. Erkunden, überleben, plündern, okay. Überleben, das sagt mir mehr so ein bisschen... Finde die verborgenen Schätze. Jetzt müssen wir der Kugel folgen. Ich hab eine ganz böse Vorahnung. Ich hab... Und vor allen Dingen haben wir keine Tränke. Ja, ich wäre da nicht reingesprungen. Ach! Ich sag doch, ich wäre nicht reingesprungen. Oh, das ist ganz böse. Das ist ganz mies. Genau, kümmere dich erst um den. Oh, das dauert so lange. Ja, du bist ja während der Zeit unverwundbar. Doch bin ich, sicher. Ich wurde vorhin währenddessen abgemurkst. Sicher? Ja, sicher. Ja, wieder sicher. So, zum Glück weiß ich, dass die drei Stege brauchen, dann brauche ich keine Lebensanzeige von denen. Ja, aber ist trotzdem kacke ohne. Der Pfeil verfehlt dich aber auch jedes Mal. Aber? So. Wo ist er denn, der schießt? Da drüben, genau jetzt gegenüber von dir. Links jetzt. Da. Oh lol. Dann kämpfen wir jemand im Schatten oder was? Ganz lamer 300 Joke. So, ich glaube, das war's. Gib mir mein Zeug. Ja, damit. So. Ein Kampfstab und ein Energiesplitter, okay. Ah, das ist der nächste. So, jetzt langsam. Wo seid ihr? Das kann nicht alles gewesen sein. Druckplatte? Tatsächlich. Na, da steht einer, guck, pass auf. Naja. So nicht. Dazu, nee. Ist nicht. Abgelehnt. Duck. Ich stand doch hinter dem, was soll das? Ja, wahrscheinlich war die Hitbox noch nicht so weit. Tuck! Das hört sich wenigstens an wie ein Schild. Sonst noch irgendwo? Nee. Wo ist das Licht? Da. Geh nicht ins Licht. Ne, ich roll lieber eine Runde.
Haben wir die Truhe jetzt mitgenommen rechts? Rechts? Jetzt ist sie weg, jetzt ist sie weg. Lass da hin. Hm? Nee, das ist okay, mach weiter. Da... Was ist da? War da schon? Ich hab da ein ganz wildes Gefühl bei. Nicht nur du. War hier was? Nee, ne? Das ist so blurry. Ach, da waren wir schon. Dann sind wir okay. Müssen wir hier hin oder wo müssen wir hin? Da? Da ist Licht. Aber da kamen wir gerade her, oder? Ich habe schon längst die Orientierung verloren. So, jetzt folge dem Licht. Da ist was, guck mal. Feuerwiderstandsplitter, eine Rune. Okay. Ja, und jetzt? Weg. Das gefällt mir nicht. Hier komme ich wieder zurück. Verlasse diesen Ort. Da. Oh, ein Glück. Das ist schon recht tricky. So halten. Kein Product Placement hier? Nee, nee. Aber so viel hat man gesagt, es ist schon mal kein roter Bulle. Den muss man auch nicht haben. Und Stärke darf ich ja sowieso nicht. Nicht mehr. Hm? Darf ich noch nicht, ich hab zu viel getrunken, mein Herz macht da nicht mehr mit. Jetzt darf ich für ein halbes Jahr oder länger kein Energy Drink mehr trinken. Nicht mehr die starken. Also Relentless, Monster, Rockstar. Die gehen. Woher weißt du, ob die weniger Dingen sind? Weil ich sonst Herzschmerzen kriege, Herzrhythmusstörungen, das würde ich sofort merken. Ja, okay. Sobald das im Blutkreislauf ist, merke ich das. Also. Es ist nicht sehr angenehm, sagen wir so. Hello. Was fallen gelassen. Oh, ein Drachenschild. Und eine Faustwaffe, ja, natürlich. Interesting. Erstmal am Schild. Mehr Ding jetzt aber wiegt auch mehr. Nee, lass mal. Wiegt vor allem das Doppelte. Ja. Nee. Warte mal, unser Löwe. Wir könnten auch das andere Schild wieder nehmen. Dieses Löwenkopf, wie der heißt. Schwerer Schild, genau. Weil das ist genau dasselbe und wiegt weniger. Und ja. So oft benutzen wir diesen Mega-Bollwerk-Angriff ja auch nicht. Nee, nicht wirklich, das stimmt allerdings. Ja, dann mach mal. Was haben wir hier gerade mit der Faustwaffe gehabt? Faustwaffe da oben Riss. Ist halt Nahkampf, ne? Puh. Okay, damit sind wir überladen. Was ein Monster. Ist halt ein großer Mann, ne? Ja. Was war das jetzt? Ja, der Typ ist gestorben, da war noch was. Links. Ach so. Links neben dir. Hoppala, wo kommst du denn her? Sag ich doch. Ach, das meinst du, ich dachte über ein Item oder so. Nee, der ist nicht. Jedes Mal. Immer in die Schulter. Ja, wenn die Schulter sich anbietet, ne? Da kannst du mal... Speichern wir erstmal nicht, ne? Wir kommen erstmal, wir kommen momentan noch gut durch. Noch geht's, ja. Ach, Quatsch.
Dann nehmen wir noch einen hier rein. Glaube. Einen Glaube auf jeden Fall. Machen wir zwei Glaube direkt. Okay. Machen wir noch eine Stärke, das haben wir dann schon mal. So, können wir jetzt noch Magiepunkte irgendwie wirken? Nee, ne? Nee, erst ab 12. Okay. Also wir haben jetzt zwei... Und die, da können wir leider nichts machen. Gut, dann... Wir sind Level 21. Ah, gut. Dann nutzt den Quatsch mal. Zum Auffüllen. Ach ja. So, jetzt müssten zwei Splitter verbraucht werden. Ah, ja. Und zwei schweben jetzt noch rum. Das ist nämlich die maximale Auffüllung der Tränke, die wir haben. Mhm. Vielleicht finden wir noch eine Heiltrankscherbe. Was dagegen, wenn wir uns eine Estus-Flakon bauen? Hm? Sollen wir uns eine Estus-Flax bauen? Was für bauen? Ja, du machst einfach, mischt ein bisschen ein paar Farben zusammen. Dann nimmst du ein entsprechendes Gefäß, schüttelst ein bisschen, dann verteilt sich die Farbe und dann baust du von unten ein Loch rein. Was ist da für ein Motherfucker hier? Diode rein. Weiß nicht, er sieht... Der ist übel. Ja, kommst du aber nicht hinter den. Ja, dann ist das so, ne? Pff. Leg mal alles ab bis auf die Axt. Kommst du denn her? Hör mal! Der schmatzt dich gerade. Ich wollte gerade sagen, was hat er denn da? Das ist ja fies. Das will ich aber jetzt mal nicht gesehen haben hier, ne? Toll. Das wird einfach fast zerstört. Den Typen erschrecken. Gibt's doch gar nicht. Aua. Ich sehe mich gleich schon am Controller. Allerdings lädt das auch, lädt das hier schneller auf. Alter, gibt's denn das? Was hat denn der bitte für ein Leben? Wie schnell er wieder das Schild zückt, ey. Kannst du denn eigentlich das Schild wegtreten? Kannst du treten? Treten? Ne. Wie ne? Ja, und das war's mit der Energie. Das ist gemein. Ey, wie geht das denn, der Typ? Ah, ich hab ne Idee, warte mal. Hätte ich zumindest. Granate? Was gab's da damit? Nein, das nicht! Lass erstmal wieder sein Dingen machen. Ja, ja, ja. Mach mal wieder so einen dicken. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht.
Ja, so schnell kann ich aber auch nicht... Ah nein, das wollte ich doch gar nicht. So schnell kann ich doch gar nicht wieder umswitchen. Was ist denn mit dem? Vor allem so schnell kommst du auch gar nicht an den ran. Nee. Denk da, hinter dir ist immer noch einer, ne? Hm. Das dauert jetzt keine 2 Minuten, dann bist du wieder dran. Ja. Da. Mal gucken. Hä? Ich wollte rennen. Wäre auch eine Idee gewesen eigentlich, ihn abzulenken so. Na, Zeug holen. Ja. Vergiss es, du hast nicht genug Magie. Ah. Ah. Ich hab den Dicken gerufen, deswegen. Du kannst ein bisschen zurückgehen zu deinem Dinken da und vielleicht hilft er ja dir. Wo ist er denn? Hm, gar nicht mehr da. Ja. Wow! Also zumindest hilft er ein bisschen was. Ja. Was? Zum. Ach, der war noch hinter dir. Oh. Das war jetzt taktisch unklug. Ja, das ist auch noch ein Bogenschütze. Naja, du mich auch. So, was war das? Nein. Kacke. Glück. Okay. Aua. Ein Energieschaden, super. Ein Schaden. Au, au. Hm. Das wird ein langer Kampf. Hallo? Der ist übel, ne? Was gemein ist der? Ja, komm du mal. Aha. Na, so, damit haben wir nicht gewettet. Zauberbereit. Ey, na! Wow. Das ist knapp. Ich hoffe, die muss man den nicht immer nochmal neu machen, wenn man irgendwie stirbt. Meinst du so ein Unique-Gegner? Hm. Ja, ich hoffe auch. Das wäre nämlich echt ätzend. Ja, yep, das wäre damals echt ätzend, ja, das stimmt. Warum gibt's hier kein Friendly Fire? Au. Boah. Fick dich, Typ. Fick dich, Typ. Auf, was hinter dir? Ja. So. Weg, 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 weg. Wo ist er da? Länger dein Leben. Hm. Na gut. Kluge Sau. Wäre ich oder er? Ja. Achso. Ja. Hm. Au. Langsam wird mir schwindelig, wenn ich die ganze Zeit im Kreis um den rumrenne. Tja, 2 Schaden, immerhin. Aha, okay.
Und trotzdem Mana ist weg. Ja, das ist nervig. Oder die Magie, Energie, weiß der Geier. Ja, Energie, was auch immer. Zwei Schaden, so, mal gucken, andere Seite. Ja, das hat ich so vorher mit der Rückhand schlägt, ne? Okay, rechte, also von sich aus links ist ein toter Winkel, da kommt ein bisschen Schild hin. Hallo? Hallo? Hm? Aua. Ja, bitte, Energie, ja. Ja. Ja, klar. Ich bin hier. Ich bin hier, du Typ. Komm her! Na gut. Jetzt ist auch bereit, super. Oh! Alter Schwede. Boah. Jawoll! Boah! Jetzt muss ich daran. Wehe, er lebt jetzt wieder. Gut. Das ist, glaube ich, erstmal egal. Die Leiche müsste da auch noch liegen. Die sind ja auch nicht neu gespawnt, die Typen hier. Gut. Daran liegt's, glaube ich, nicht. Ich glaube nur, wenn du stirbst. Dem seine Leiche ist weg. Ja, gut, dann... Ich möchte jetzt aber nicht sterben. Hier ist ein Schriftroll. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht. Wir können keine weiteren reinlassen. Sonst verhungern wir alle. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe, aber... Das sind Menschen. Er sollte sie retten. Genau, mein Lieber, mit diesen edlen Worten verabschiede ich mich in die nächste Folge, wo der Eddie weiter fröhlich nuven wird. Ja. Bis dahin. Tschüss.